Wie schaut's eigentlich mit deiner Balance aus? Bist du in der Lage, auf deinen Beinen zu stehen und bist du in der Lage, lang und stabil auf einem Bein zu stehen? Das ist, was du für Steppen wirklich brauchst. Das trainieren wir auch schon während des Steppens, also wenn du das viel machst, dann hast du wahrscheinlich eine ganz gute Balance, aber ich habe immer wieder SchülerInnen, die ein Balanceproblem haben. Mit dem Alter nimmt die Balance ab und der Gleichgewichtssinn wird ein bisschen schlechter. Das heißt aber nicht, dass wir das einfach so hinnehmen müssen, sondern das kann man in jedem Stadium trainieren. Wenn du steppst, dann trainierst du das auch schon. Aber manchmal tut man sich ein bisschen leichter, wenn man extra und ohne Töne ein paar Übungen machen kann, um die Muskeln aufzubauen, um den Körper wirklich bewusst zu arbeiten, ohne dass ich gleich irgendwie crazy Töne machen muss. Ein Weg, an deiner Balance zu arbeiten, ist natürlich das hier. Aber wenn du kein Wasser in der Nähe hast und kein Hund, der auf dem Board spazieren geht, während du paddelst, dann musst du eine andere Möglichkeit suchen, deine Balance zu arbeiten. Und das machen wir jetzt. Also Elsas Balance ist hervorragend, aber wir üben auch zusammen regelmäßig auf dem Stand-Up-Paddle und Elsa ist die Sub-Balance-Meisterin. Und wenn dir das gefällt, dann drück doch bitte Like und abonniere unseren Kanal und abonniere unseren Newsletter, falls du den noch nicht abonniert hast. Dann bekommst du ein PDF mit Übesongs, die sich zum Üben super eignen oder auch einfach nur für die Balanceübung. So, wir starten mit der ersten Übung und was du immer tun kannst, ist, du kannst dir einen Stuhl bereitstellen, auf den du jederzeit Zugriff hast. Für die meisten Menschen macht alleine, dass dieser Stuhl da steht, schon einen Riesenunterschied. Nur das Wissen, dass sie sich festhalten könnten, verbessert die Balance schon. Also es ist ganz oft auch einfach Kopfsache. Nicht immer, aber es hilft der Gedanke, dass ich mich festhalten kann. Wenn du deinen Stuhl benutzt, dann krall dich da nicht fest, sondern benutz kurz mal die Hand, leg die ab oder auch nur einen Finger. Das reicht oft schon aus. So, was wir für Steppen immer brauchen, ist, dass unser Gewicht auf den Ballen ist und unsere Fersen vom Boden abgehoben sind. Das heißt, du solltest in der Lage sein zu entscheiden, nimmst du die Fersen runter und wann tust du das? Was wir auch brauchen, ist, dass unser Gewicht kurz mal auf die Fersen geht, um Toe Drops zu machen. Wir brauchen unser Gewicht kurz mal auf den Fersen bei Reverse Cramp Rows oder für bestimmte Schritte. Es gibt immer wieder Leute, die davor echt Angst haben, weil sie sagen, da kann ich nicht drauf stehen. Und damit kannst du das üben. Also, du startest ganz simpel, nimmst deine Füße hüftbreit unter dich und du verlagerst dein Gewicht von vorne nach hinten. Ganz entspannt. Deine Bauchmuskeln spannst du natürlich an und du bleibst aufgerichtet, dein Hals ist lang. Genau, und jetzt verlagerst du einfach von vorne nach hinten und spürst, wie dein Körper sich verändert, je nachdem, wo dein Gewicht ist. Atme weiter. Und wenn du das Gefühl hast, das gibt dir schon Instabilität, dann nimmst du einen Finger auf deinen Stuhl. Gut, jetzt kannst du das Ganze vergrößern und du nimmst deine Fersen in die Luft, nur so ein bisschen, und deine Ballen vom Boden ab. Und Fersen in die Luft, Ballen abheben. Hoch, Ballen. Gut, und jetzt schaust du, was dein Körper ausgleichen muss. Wenn du die Fersen abhebst, bist du relativ gerade, dein Becken geht nach vorne. Und wenn du die Ballen abhebst, dann geht dein Becken nach hinten. Dann ist es leichter. Und die Arme benutze ich jetzt als Ausgleich.
Gut, und jetzt kann ich die Bewegung auch vergrößern. Ich gehe höher und nehme meine Ballen höher, aber das machst du erst, wenn du dich stabil fühlst, natürlich. Und dann geht mein Becken auch weiter nach vorne und weiter zurück. Genau, oder du benutzt deinen Stuhl, aber nur mit einem Finger. Gut. So, für die nächste Übung. Machst du einfach einen Brush vor und einen Brush zurück, ganz entspannt mit einem Bein. Das heißt, du bleibst länger auf einem Bein stehen und brushst einfach mal vor und zurück. Das muss jetzt nicht wirklich einen Ton ergeben. Du schwingst einfach dein Bein nach vorne und die Bewegung kommt aus der Hüfte. Deine Bauchmuskeln sind immer noch angespannt und deine Arme können einfach dagegen schwingen. Oder du hältst dich fest. Gut. Dein Standbein ist leicht gebeugt. Jetzt merkst du, dass es langsam ein bisschen anstrengend wird. Und dann wechselst du. Bauchmuskeln anspannen, nicht vergessen. Atmen nicht vergessen. Schau, dass dein ganzer Fuß auf dem Boden steht, dass du die ganze Fläche nutzt und das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Gut, wir kommen zur nächsten Übung, und zwar brauchen wir ganz oft unser Gewicht auf einer Seite über einem Bein. Und jetzt verlagere mal dein Gewicht von rechts nach links und versuch deinen Körper mitzunehmen, und zwar horizontal mitzunehmen über das Standbein. Gut, versuch ihn nicht zu kippen, das würde dir nicht so sehr helfen, sondern der Körper geht einfach horizontal, verschiebt er sich mit. Genau. Dein Standbein ist immer gebeugt. Gut. Du kannst die Hände in die Hüften nehmen. Du kannst jetzt auch den Stuhl vor dich nehmen. Dann bist du in jeder Position bereit, dass du einen Finger auf den Stuhl legst oder dich mal kurz festhältst. Ich nehme den jetzt wieder weg, damit du mich siehst. Genau. So, und wenn du das sicher kannst, dann nimmst du ein Bein kurz mal hoch. Gehst von einer Seite auf die andere und irgendwann entscheidest du dich einfach, dass du mal kurz bleibst. Dein Oberkörper ist jetzt über deinem Bein und du gehst zur anderen Seite und bleibst. Und wieder die Seite wechseln. Und wieder auf die andere Seite. Schau, dass deine Bauchmuskeln wirklich auch immer arbeiten. Lass sie nicht locker, dann wird es schwieriger. Gut. Sehr gut. Und unsere letzte Übung ist wieder ein Brush nach vorne und zur Seite, aber nach vorne gekreuzt und wirklich Seite, dass du einen großen Radius machen musst und dein Bein gekreuzt weit vorne ist und an der Seite. Die Arme schwingen mit
oder du hältst sie fest. Andere Seite und weit nach vorne gekreuzt. Atme weiter. Gut, sehr gut. Für diese Übung musst du nicht extra Zeit einplanen. Die kannst du ganz einfach in deinen Alltag integrieren. Wenn du irgendwo sowieso wartest oder mal kurz Pause hast, dann kannst du ganz kurz einfach deinen Körper dran erinnern und ein bisschen Balance arbeiten. Und dann hoffe ich, dass dir diese Übungen helfen und du, wenn du steppst, zumindest über das schon mal nicht mehr nachdenken musst. Also bis zum nächsten Video.